Hallo Leute, willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Freitag, dem 8. November. Wir müssen heute drei Enten häuten, Fleisch muss gegessen werden, Freeroom-Events müssen gespielt werden, Geschäfte in Tamelwied müssen besucht werden, mehrere Spieler innerhalb von 5 Sekunden in Freeroom-Events getötet, einmal Pferdepflegegegenstand müsste mal hergestellt werden, einer und Spieler in Showdowns mit einem Bogen getötet, dreimal antike Schnapsflaschen bei den Rollenspezifischen müssen wieder gesammelt werden. Pfeilspitzen müssen auch gefunden werden und 6 Sammlerstücke. Das kann man alles schön kombinieren. 3 Schnapsflaschen und 3 Pfeilspitzen ergibt 6 Sammlerstücke natürlich. Und dann auch wieder Spezialeintopf bei Crips zubereitet. Für die Freeroom-Events haben wir natürlich ein Video in der Playlist drin mit den Zeiten und wer in die Showdowns will, natürlich über die Shootout-Serie schnell beitreten zum Beispiel, weil ich denke mal, dass etliche PC-Spieler jetzt auch mal tägliche Herausforderungen machen werden und in den Freeroom-Events 2 Spieler innerhalb von 5 Sekunden könnt ihr mit dem Gewehr machen, aber es empfiehlt sich immer noch Dynamit dafür zu wählen, das ist immer noch die beste Wahl. Für die Enten war ich heute am Dakota River und wer sich auskennt, natürlich, das hier ist Bard's Crossing, die große Brücke. Und am Dakota River könnt ihr natürlich auf beiden Seiten des Dakota Rivers die Enten erledigen. Und wir brauchen hier heute 3 Stück. Sie hat 4 vom Himmel geholt. Enten ergeben natürlich Kleinwildfleisch und das begehrte Fett für die Explosivmunitionen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also hier Bard's Crossing am Dakota River und natürlich der Upper Montana River. Bei Blackwater sind auch Enten genug vorhanden, aber die beste Location ist nördlich der Emerald Ranch und das ist diese hier. Das ist wirklich eine fette Location, wo man Enten abschießen kann. Also ihr könnt das ganze Magazin leer schießen. Und dann habt ihr auch genug Enten an dieser Location. Aber da kommen wir gleich nochmal hin zurück. Jetzt ist sie kurz nach Tamelwied. Wir mussten ja ein Geschäft besuchen bei Tamelwied. Und da hat sie dann die Enten auch verkauft, wenn wir schon mal da waren. Und ich habe versucht dann, nördlich der Emerald Ranch ist das jetzt hier, da wo die geile Enten-Location ist, habe ich versucht, heute ein Lager aufzuschlagen, aber es war unmöglich. Lager hat wieder nicht gefunkt heute früh. Dazu noch mehr gleich. Und Condor Eye kommt genau dann, wenn ich hier die Pferdepflege-Sache mache und starke Pferdestimulanz wurde hergestellt und jetzt Pferdepflegegegenstand hergestellt, 1 von 1. Hat funktioniert und Condor Eye habe ich dann nicht gemacht, weil ich musste ja die täglichen machen. Und wieder ein Versuch, das Lager aufzuschlagen. Es hat alles nichts genutzt heute früh. Und wer wissen will, wie er das mit dem Lager besser hinbekommt, zeige ich euch gleich noch ein Video. Aber ich möchte euch nochmal auf die Hühner hier aufmerksam machen. Die sind auch öfters hier bei dieser Location. Und zwar ist das hier am Tunnel. Also auch in der Nähe der Emerald Ranch. Dort ist die Rinderfarm und da gibt es auch Hühner. Und wer nicht weiß, wie er mit dem Lager fertig werden soll, das Kommentarvideo kann ich empfehlen. Da ist der Lagerbug drin besprochen und es wird auch eine Lösung aufgezeigt, wie ihr zu einem Lager kommen könnt. Und mit den Pfeilspitzen und den Schnapsflaschen zeige ich euch heute mal keine Route, aber ich möchte euch nochmal auf die Karte hinweisen, die wir jeden Tag benutzen. Und bei der Karte könnt ihr ja zum Beispiel alle anderen Sachen ausblenden und dann nur die antiken Schnapsflaschen und die Pfeilspitzen einblenden. Die brauchen wir ja heute. Und ihr seht schon, die liegen alle so blöd weit auseinander, dass ich da heute keine Tour anbiete. Aber ich weise euch nochmal auf die Karte von Gene Robke hin und die diesen Link natürlich, den ihr oben seht, den findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Und das war's schon für heute. Ich sag dann mal ciao.